28. Mai 1899. Teurer Wilhelm, das Buch über den Traum wird plötzlich. So autochthon war noch keiner meiner Arbeiten. Dein Sigmund. Ich bin Anna Freud. Mein Vater sagte immer, die Biografen seien Lügner. Er war dieser Vater der Psychoanalyse, hin und her gerissen zwischen dem Zorn, dass seine Theorien angezweifelt oder verraten wurden, und der Gelassenheit, die er bewahren musste, um sein Werk darzulegen und weiterzugeben. Auf jeden Fall ist das, was man von ihm empfangen hat, viel mehr als das, was andere überhaupt besitzen können. Fragte man ihn, was ist an dir noch jüdisch? So würde er antworten, noch sehr viel. Wahrscheinlich die Hauptsache, Sigmund Freud.